Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks. Und endlich sind wir wieder in Afrika, ist eine Weile her. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass ich immer ein bisschen am Streamen bin die letzte Zeit. Von daher ist es von der Frequenz ein bisschen runtergegangen, aber vergessen ist es natürlich nicht. Und jetzt sind wir endlich wieder in Nordafrika. Wir sind am Ende des fünften Zuges am 14. Februar. 18 Uhr. Die letzten Kämpfe fanden auch im Dunkeln statt. Wir haben einmal hier den überraschenden Kontakt mit amerikanischen Panzern gehabt. Und dann war das letzte Gefecht, das war hier oben. Und wir werden mal auf Next Turn drücken und gucken, was passiert. Das gibt Fettpunkte, sehr schön. Wir müssen ein bisschen gucken, was da mit unserer schweren Abteilung machen. Eigentlich war die als Speerspitze gedacht. Die ist nun eher im mittleren Raum bei Post-Lissouda so ein bisschen verstreut. Jetzt einmal durch den Kontakt hier mit den amerikanischen Sherman sind die natürlich nicht mehr hier nach vorne zu verlegen, sondern wir müssen hier erstmal die Sherman bekämpfen. Des Weiteren mussten die auch Frontfeuerwehr hier oben spielen, weil wir auch da unerwartet Sherman noch waren. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile alle bekämpft sind oder ob da irgendwie in dem Kessel hier immer noch welche vorhanden sind. Aber das werden wir schon noch herausfinden. Spannend wird jetzt natürlich sein, was hier auf uns zukommt. Übrigens, also ich persönlich, obwohl ich mich schon lange mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftige, wusste ich von dieser Schlacht hier, der Panzerschlacht bei Sidi Bouzid, ja eigentlich noch gar nichts. Überhaupt so alles, was nach El Alamein kam, wusste ich eigentlich relativ wenig drüber. Es ist aber, ja, doch sehr interessante Phase, ja, im letzten Teil des deutschen Afrika-Feldzugs, wo trotz der Niederlage bei El Alamein und der Landung der Amerikaner und die Umkehr des Vichy-Regimes quasi, und die sind ja dann doch zu den Alliierten gestoßen. Und also das Beginn des Zwei-Fronten-Kriegs sozusagen aus Sicht des Afrika-Korps, haben die Deutschen dann doch noch sehr große Erfolge erzielt. Und eben auch Sidi Bouzid ist ein sehr großer Erfolg aus Sicht der Deutschen und eine wirklich große amerikanische Niederlage. So, es ist 21 Uhr. Und ich glaube, ich werde jetzt nicht weiter offensiv agieren tatsächlich, weil diese Nachtkämpfe einfach so voller Überraschungen sein können aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse. Aber hier, das scheint feindfrei zu sein. Naja, wir fangen mal, wo fangen wir denn eigentlich mal an, jetzt unseren Zug zu machen? Wir werden erstmal die Order of Battle anmachen. Also die militärische Hierarchie, einfach um
den Überblick hier über unsere Einheiten zu behalten. Wir haben hier, vielleicht stabilisieren wir, also beschäftigen wir uns doch jetzt erstmal mit diesem Problem hier. Tank Destroyer Battalion, alter Vater, ey. Das ist natürlich enorm und das ist nur das, was jetzt sichtbar ist, ne? Wir hatten ja hier auch noch andere Pack, die ist vernichtet worden. Nee, gar nicht. Hier. Ja, das sind schwere Packs, 7,5 cm. Das ist hervorragend. Die sind leider noch nicht eingegraben. Die sind ganz schön eingeschlagen, das Pionierbataillon. Ist ein bisschen doof, dass man hier nie so sieht, was die für eine Sollstärke haben, ne? Das würde mich doch mal interessieren. Aber man kann hier sehen, 38%, 43%. Es wäre eigentlich sinnvoll, die aus den Kämpfen zu nehmen fürs Erste. Dass wir die weiter verstärken, beziehungsweise mit aus den Kämpfen nehmen, meine ich jetzt nicht, die hier in den rückwärtigen Raum zu verlegen, sondern die zumindest nicht offensiv agieren zu lassen. Und ich glaube, wir werden die schwere Abteilung komplett hier in den Süden verlegen, um auf Sidi Bou Zeid vorzurücken. Denn ich glaube, also wir haben halt zwar hier nur Panzer 3 und vereinzelt auch Panzer 4 mit der großen 75mm Kanone, aber das ist enorm, was uns hier erwartet, glaube ich, ne? Also das wird auch ein sehr verlustreicher Kampf. Da wären natürlich die Tiger wären wirklich hervorragend. Aber wir könnten halt hier so einen Stoß Richtung Süden, um hier... Ich weiß halt nicht, was hier noch liegt, ne? Also hier werden definitiv... das ist Artillerie. Genauso das. Nee, dann machen wir das. Also. Und auch unsere Pioniere werden wir auch, weil die lassen wir bei den Tigern. Die gehören ja auch zu dem. Nee, die. Die gehören nicht zu dem Tank Battalion, okay. Oder doch? Doch, hören die schon. Nee. Okay. Die Frage ist, haben denn die jetzt eigentlich hier irgendjemanden repariert? Nee.
Also können wir die auch wieder hier hochziehen, weil die gehören ja eigentlich zu unserer schweren Abteilung. Okay. Nur ein bisschen aufpassen, wir öffnen natürlich jetzt hier die Flanke, ne? Recycelt. Was hast du für ein Problem? Alle nicht gezogen werden. Wegen Sprit oder was ist das Problem? Good move. Der kann sich bewegen, ja. Okay, ich glaube dann. Also, dann haben wir die Flanke hier abgesichert. Die haben doch aber auch hier so ein Versorgungskarren. Dann ziehen wir den mal hier rein. Dann soll der, genau, dann kann der die jetzt hier versorgen. Ja, ich glaube, wir nutzen den Zug jetzt echt mal so ein bisschen, um uns hier neu zu organisieren. Und zu stabilisieren. Mein punktemäßig sieht ja ganz gut aus, ne? Ja. Und ich habe keine Lust, jetzt mit meinen Panzern in irgendeine Pack zu fahren oder so. Das ist einfach nachts blöd. Obwohl hier die Batterie ausschalten wäre schon nicht so verkehrt, ne? Was bist du? Bataillonskommando. Erste Panzerkompanie und du bist.
Das wäre auch nicht so verkehrt. Hier einen Schnitt zu machen, ne? So, und wenn wir jetzt hier noch reingehen, dann sollte das ja alles hier abgeschnitten sein, ne? Okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch ein bisschen verstärken. Jede Menge Pack hier. 3,7. Zwei, acht. Na gut, das ist jetzt alles nicht so der Hit, aber. Ja, ich habe halt auch hier keine Ahnung, wie ich die wieder einsatzbereit kriege. Ne? Wenn da jemand eine Idee hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn das mal jemand posten könnte. Ne? Also wenn ich hier, die sind ja beide hier, haben die so ein Rot, sind die rot umrandet. Und wir haben da das Problem, ich weiß es ehrlich gar nicht genau. Hier, also da haben wir halt zwei Panzer, die benötigen, also hier, ne, der Panzer 4 also auf Position 1 und auf Position 5, die beiden Panzer, die benötigen halt Reparatur. Ich hatte ja hier diese Reparatureinheit dahingezogen, aber die kümmert sich wohl nur um die Panzer der schweren Abteilung. Ja, von daher ist es halt echt ein bisschen ärgerlich. Und der ist noch einsatzbereit hier, aber das ist halt jetzt auch nicht. Unbedingt, ja, der stärkste Kampfverband. So, hier haben wir. Das zweite Platoon. Ah, ist echt ärgerlich.
Okay. Dann beschäftigen wir uns hiermit weiter. Könnte man jetzt halt überlegen, ob man hier mit den Panzern das hier so. Ja gut, wenn ich da jetzt mit der einzelnen Infanterie reinmarschiere, ne, dann da hauen die mich sofort wieder raus. Das schaffe ich nicht zu halten. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Das war, da können wir halt hier auf der Straße nicht so schnell vorrücken. Da rücken wir halt hier mit Infanterie vor, ne? So, du kommst auf jeden Fall mal ran. Okay. Hä? Na, jetzt sind die hier auch wieder encycled. Oh, das. Naja, dann ist das halt so. Ich mache den Zug jetzt nicht rückgängig, weil dann müsste ich dann wieder alle Züge rückgängig machen. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, du bist hier das HQ, dann kommst du auch noch Sidi Bouzid rein. Regimentskommando kommt auch hier rein. Haben denn die hier eigentlich? Nee. Und zwar, die kriegen jetzt hier Mobility. Dass wir die ein bisschen mobiler haben. Weil sonst kommen die hier gar nicht voran, irgendwie. Okay. Naja, ich hoffe mal, der wird hier dann repariert. So, die halten wir mal zusammen. Frage ist, was wir jetzt hier mit dem Bataillon machen. Viertes Panzergrenadierregiment. Wir das jetzt hier unten langziehen. Oder ob wir das mit nach oben nehmen. Je nachdem. Ich weiß halt nicht, was hier noch kommt. Aber wir sind hier eigentlich erstmal ganz gut aufgestellt, ne?
Auch hier unten kommen wir eigentlich zurecht. Wir kommen jetzt nicht rasend schnell voran, aber ich glaube, erstmal gibt es da kein Problem. Dann ziehen wir das vielleicht auch mal Richtung Sidi Bouzid eher. Ah, okay, da ist aber auch noch irgendein Gegner. Ja, jetzt gehen wir da natürlich ohne Panzerunterstützung rein. Hoppala. Aber das war jetzt natürlich nicht so schlau, ne? Weißt du, nur mit Support-Einheiten quasi. Ah, das wäre geil, wenn man einzelne Züge zurücknehmen könnte. Naja, dann ist das so. Okay, und hier oben, das lassen wir alles mal. Ah, die sind ja ganz gut am Start hier. Okay. Einzige Überlegung jetzt noch, eventuell hier auf die Artillerie zu gehen. Das wäre vielleicht nicht so blöd. Sonst ziehen die sich zurück und machen uns an anderer Stelle irgendwie Ärger. Das machen wir mal. Aber ansonsten soll es das gewesen sein. Wir gehen jetzt noch mal. Ja, da wollte ich jetzt nicht rein, aber obwohl, da können wir eigentlich auch mal, das können wir uns gleich auch mal angucken. Sondern wir gucken uns mal die Situation unserer Reserven an. So, die ist hier in Reserve. Siebte Kompanie ist noch gut. Also die sechste Kompanie, die jetzt auch im Feld steht, die hat keine Führung mehr. Können wir denn das einfach so machen? Ja. Jetzt würde ich aber ganz gern. Naja. Der zweite und dritte Zug hat halt hier noch volle Kampfstärke, ne? Mal. Ach, das war die hier. Ne? Nee. Doch. Wo bist du denn jetzt hier? Naja, die haben ja hoffentlich erstmal keine Kampfhandlungen hier zu erwarten. Warum ist denn die Führung aber?
So. Okay. Wir gucken mal weiter. Okay. Ich kann die nur hier vertauschen. Okay, da ist ein bisschen gehuppt wie gesprungen, ne? Die sind beide voll einsatzbereit. Gucken wir mal weiter. Die würde ich gern hier einsetzen. Die schwere Kompanie werde ich die nicht austauschen können, aber gegen die neunte. Die 8. Panzerkompanie ist in Reserve und die ist fully equipped. Jetzt schauen wir mal. Im 2. Panzerbataillon sind die. Ich würde sagen, wir nehmen die 7. da mal raus. So. So. Ne. Ach, das ist doch Blödsinn, Leute. Das kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, wa? Na gut, dann ist es jetzt so. Oh Mann. Ja, ich wollte eigentlich die 7. Kompanie hier rausnehmen, ne? Na, der Kamerad ist jetzt noch drin. Naja. Da haben wir auch noch Panzer in Reserve. Hier, da würde ich gehen. Man kann das irgendwie nicht gegen jeden austauschen, habe ich das Gefühl. Ich würde gerne die hier rausnehmen, die 9. Kompanie. Na, aber der macht dann irgendwie so. So, hier haben wir auch noch eine. Aber die stehen eigentlich alle ganz gut da. Die würde ich ganz gerne im Feld lassen. Jetzt gucken wir nochmal nach Reinforcement Strategies. Ich würde euch ganz gern. Anti-Tank geht nicht. Okay, das ist natürlich blöd. Geht nur Mobility. Habe ich das hier bewegt, ne? Ah, super. Okay. Dann ist das so. Gut, ich würde sagen, wir sind durch. Das war die Planung dieses Zuges.
Dann würde ich sagen, wir gucken eben noch, was passiert. Aha. Gut, und dann machen wir hier einen Schnitt. Das Gefecht spielen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir bitte ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich bin der Basti, bin hier raus. Ciao, ciao.